Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir befinden uns noch in der modernen Welt, wo es PCs, iPods und Handys, Smartphones gibt. Ja, aber nicht mehr lange und ich würde sagen, wir gehen zurück in den Animus und hoffen, dass die Halluzinationen nur einmalig waren. Von der letzten Folge. Naja, bis gleich. Die erlauchteste Republik. Und da sind wir wieder. Ezio, der stolze Krieger im Jahre, keine Ahnung, habe ich jetzt vergessen. In Venedig, der schönen Stadt. Mit schöner Musik. Und dem schönen Typen, den wir gleich ansprechen müssen. Ja, wieder in der Zeit, wo man mit Pferden durch die Straße reitet und nicht mit einem Ferrari durch die Straße fährt. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber als erstes... Als erstes machen wir den Aussichtspunkt dort oben. Erstmal schauen, wie wir da hochkommen. Ah, so läuft's. Ein Maskenball, hm? Interessant. Okay, gleich sind wir oben. Gleich sind wir oben. Ich will endlich synchronisieren. Ja, wer hat das denn da hingelegt? Okay, es läuft super, gleich sind wir oben, Venedig, eine schöne Stadt. Gucken wir sie uns doch mal genauer an und schauen, was sich dahinter verbirgt. Das hätten wir erledigt und abwärts geht es. Dringen bei Regen, Kälte und Nässe in eure Stiefel, dann solltet ihr einen Termin machen und euren Füßen etwas Gutes tun. Kommt zu Faccio, er hat für jeden genau die richtigen Stiefel. Ich will aber nicht zu Faccio, ich würde sagen, wir machen hier direkt die erste Mission, wa? Messer da Vinci. Ja? Buongiorno, willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? An einer Stadtführung durch Venedig mit Alvise, Alvise teilnehmen. Ja, diese Namen. Immer diese Namen. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Jeder? Nein, Spaß beiseite. Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Okay, dann zeig uns mal was. Unser erster Halt, die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Ich muss mal kurz dazwischen quatschen. Ich habe gemerkt, dass in der letzten Aufnahme... San Giacomo di Rialto. Ja, Moment. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Eine Schale, dass da ein Baum vorsteht und man fast nichts sieht. Kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Ja, bleib mal ruhig. Ja, in der letzten Folge war der Ton von dem Spiel ein bisschen leise. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht vom Nilzaun. Dankeschön dafür, Bruder. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt versucht, den Sound ein bisschen lauter zu stellen. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Und ich kann auch nochmal hier in den Optionen jetzt nachgucken. Ob ich es nochmal finde. Allgemein. Ja, müsste bei allgemein sein. Ja, Lautstärke 5 von... Ich weiß nicht, stellen wir es vielleicht mal ein bisschen lauter hier. Sprachlautstärke. Musik. Ja, vielleicht ist es jetzt besser. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Schauen wir mal. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt
Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Naja, dazu kommen wir vielleicht später. Ezio müsste sich doch eigentlich einmischen. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Uns fehlt Geld. Würde ich mal so sagen. Und jetzt zu dir, ich kaufe dir hier bestimmt nichts. Wucherpreise. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand, teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Dich fragt aber keiner, mein Freund. Die haben meinen Stall zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Ha, was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Das nenne ich eine Arbeitsmoral. Jetzt schon. Ja, die Leute wollen doch nur arbeiten. Also die Wachen und so, wisst ihr. Und dann denken sie sich ein paar Gesetze aus, ja. Korrupter Scheiß hier, der hier abläuft. Aber das wird sich in den nächsten Tagen ändern, sobald... wir an der Macht sind, Ezio, der stolze Krieger. Und es sieht alles aus wie vorher. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, danke. Er hat gedacht, er kriegt Geld. Rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Oh. Ich wollte eigentlich... Ach verdammt, ich möchte mir das jetzt nicht nochmal alles anhören, um ihn glücklich zu machen. Egal, nächstes Mal. Verdammt. Er war voll traurig. Ja, jedenfalls sieht da alles aus wie in, na, Valencia. Wollt ihr? Nö. Da ist eine Mission, die auf mich wartet. Egal, gehen wir mal lieber woanders lang. Ich dachte, ich habe länger Zeit zum Integrieren, wenn ich auf B drücke. Da drin ist etwas, was ich haben möchte. Und nun stirbst du! Na also. Oh, verdammt, er war voll traurig. Ich hoffe, das ist uns jetzt irgendwie nicht nachtragend oder so. Gewalt regiert das Land. Warte, bei Leonardo ist ein L. Ich merke, ich bin noch ein bisschen verschnupft, aber es hält mich gerade nicht von ab. Ja, sieht praktisch wie zu Hause aus. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich diese Zeile neu schreibe... Es funktioniert. Hier, nimm's.
6 Codex-Seiten entschlüsselt. Wunderbar, 2 Gesundheitsquadrate gewonnen. Das freut uns. Ja, wir werden die nächsten Tage auf jeden Fall ein bisschen in Venedig verbringen. Da ist auch noch ein Aussichtspunkt, aber den machen wir, glaube ich, direkt beim nächsten Mal. Ich weiß nicht. Ach, können wir eigentlich auch jetzt schon machen, oder? Das klappt nicht. Müsste ja eigentlich ganz schnell gehen, da hochzukommen. Ich möchte aber nicht. Der schießt auf uns, der schießt auf uns, der schießt auf uns, der schießt auf uns. Lieber mal schnell weg. Ja, die Türme sind hier ziemlich simpel aufgebaut. Finde ich ganz gut so. Willkommen in Venedig. Ja, wir müssen sowieso runter, aber eigentlich auf der anderen Seite. Ja. Klettern wir mal heute runter oder wir machen es anders. Ich gehe ja schon. Wie hast du mich genannt? Dich holen wir uns. Oder auch nicht. Na, ich habe keinen Bock, da hinterher zu laufen. Ich würde sagen, wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach, wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Egal, macht die ziemlich gut. Das wird eine Narbe geben. Rosa helfen, zum Fluss zu gelangen. Ja, dann wollen wir mal. Was hab ich denn jetzt schon wieder damit zu tun, ey? Ja, den haben wir. Schade, dass man hier noch nicht diese Multikills machen kann. Dass, wenn man sowas macht, direkt einfach auf den nächsten gehen kann und da auch mit One-Hit erledigt. Das geht ab Assassin's Creed Brotherhood, das ist der nächste Teil. Was ich hier ziemlich geil finde, ist, dass die Gegner, wenn sie ins Wasser fallen, sterben. Was diesmal allerdings nicht geklappt hat, aber egal. Ja, den haben wir gut ausgekontert, ausnahmsweise mal. Ich hasse diese flinken Wachen, die kontern einfach alles aus. Außer das hier, ja. Ihr merkt, es läuft geil heute. Allein wäre ich besser dran. Nein, wärst du nicht. Allein wärst du tot. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Bin doch schon da. Allein wäre ich besser dran. Hier ist doch ein Fluss. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mach's. Packt ihn! Hier, machen wir es doch direkt so. Hände weg! Was, wenn nicht? Hier, kriegst eine Faust und einen Tritt. Du sagst es. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Mann, 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 Mann.
Ja, immer mit der Ruhe. Für diese Wörter bin ich nicht verantwortlich. Auch wenn es nicht jugendfrei ist. Verfluchte Bogenschütze! Wohin? Einrennen durch die Stadt. Beeilt euch! Natürlich habe ich nicht den Rohling erwischt. Verdammt. Das war falsch. Na komm, den machen wir doch kaputt hier, oder? Der erwischt uns nicht. Oder er erwischt uns doch. Ich freue mich schon auf Assassin's Creed Brotherhood. Habe ich das schon mal erwähnt? Also... ich bin das Spiel gerade so richtig heftig am Suchten. Ich hatte nie Zeit, das so wirklich zu zocken. Und jetzt bin ich fast durch. Also das zocke ich auch nicht blind. Ich denke mal, Revelations, wenn es dann läuft, gibt es einige Probleme gerade. Aber das ist nicht so wichtig. Das werde ich dann blind zocken. Hallo. Ich habe die nicht angeheuert. Jesus, mein Bein! Könnt ihr gehen? Logischerweise nicht. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Ezio, was macht ihr denn? Ups! Her! Ja, bleib locker. Das war doch nicht meine Absicht. Ja, unser Status ist fast voll. Wir sind gerade mal 5 Minuten in der Stadt oder so, aber gleich Fahndungslevel voll, ey. Wir haben gleich Streit am Laufen. Ich habe ihm Sand ins Gesicht geworfen. Coole Sache. Zack. Cool, wie wir einfach mal ohne Waffe kämpfen. Könnten wir natürlich ändern, aber... möchte ich gerade gar nicht. Ich will mal ein bisschen das Entwaffnen lernen. Zum Beispiel so. Kommt her! Ups, da habe ich fast mein Headset weggerissen. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch gut genug. Ja, wir sind gleich da. Was? Mich nicht. Ah, nein. Oh Mann, müssen die immer kommen. Entwaffne ihn. Na los, greif an. Na also, läuft doch. So ein Hammer geht gut ab. Ja los, gib ihm doch jetzt mal einen One-Hit-Ezio, Digga, mach das. Schöner Ausweichschritt. Müssten wir auch mal öfters machen, so können wir vielleicht auch besser ausweichen. So, da vorne sind wir dann. Das waren also die letzten Gegner. Ich habe ein Elixier aus Blei und... Hugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Geht, ich übernehme die Wachen. Ja, auf jeden, das wird lustig. Zack, zack. Moment, meine Klinge nehmen.
Zack, den haben wir. Hammergeil. Wird aufgeräumt. Okay, ich weiß nicht, wen ich töten soll, aber da vorne ist erst der nächste Gegner. Zack, nice. Da hinten ist der nächste. Den holen wir uns ohne Probleme. Ich muss die Entfernung beibehalten. Bam. Okay, jetzt müssen wir auf das Boot warten. Ah, da vorne ist es. Okay, da oben ist der letzte. Entfernung zum Ziel verringern. Mann, Mann, Mann. Da ist der letzte. Aber ich kann nicht weitergehen. Was machen die denn? Die sollen mal weiterfahren. Ich darf auf jeden Fall nicht aufs Boot springen. Das war einmal mein Fehler und dann sind alle gestorben. Und dann bin ich diskronisiert. Diskronisiert. Ja, so ist es. Warnung, Vorsicht gesucht. Die Wachen sind in höchster Bereitschaft. Aber das ist uns egal. Okay. Wir können ja mal die Zeit nutzen. Wurfmesser 1. Ja, können wir gut gebrauchen. Sie schießen auf uns. Hier schießt doch niemand. Gibt's hier irgendein Boot zum Fahren? Nee. Nicht gegen das Boot kommen. Sie schießen immer noch auf uns. Nein, Mann, hier schießt doch keiner. Ich gehe mal lieber hier außen. Ach, da ist noch einer. Du auch nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir alle. Yeah. Sieht hammergeil aus. So, mal gucken, wie lange wir noch schwimmen müssen. Ich hoffe, nicht allzu lange. So kann man sich natürlich auch einen Weg machen. Das sieht doch mal geil aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die hin wollen. Ich hasse dieses Warten. Ich springe ja gleich drauf und dann ist alles vorbei. Ups. Ach, die schwimmen da rein. Na also, Checkpoint erreicht. Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Auch Code Emilio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Ich bin nicht neu. Naja, genau. Sieht ja sehr schön aus. Aufwachen. Okay.
Wir brauchen kein Interface. Oder wie das heißt, mit der Map und so. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Okay. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca, mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Das machen wir doch glatt. Ich finde das geil, dass man selber... Drück den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Ach so, mit B. Dein Fakt. Ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsch dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Ja, sie behandelt ihn ganz schön nett, muss man sagen. Aber was ich sagen wollte, ich finde das geil, dass man selber so integrieren kann. Und man konnte sich ja vorhin auch aussuchen, ob man Leonardo da umarmt oder nicht. Und man drückt hier das Tuch drauf. Ich würde mal gerne wissen, was passiert wäre, wenn nicht. Vielleicht diskronisiert oder so. Keine Ahnung, Bruder. Aber finde ich auf jeden Fall eine hammergeile Sache. Da haben sich die Spieleentwickler, ja, doch ziemlich Mühe gegeben, muss man sagen. Also Respekt an Ubisoft. Auch wenn sie mir, naja, egal. Ich sag dazu lieber jetzt erstmal noch nicht. So, haben wir jetzt schon mal drei Teile von Venedig gesehen. Ich würde sagen, mit dieser Hammer-Szene gehen wir da vorne erstmal nochmal hin und beenden dann erstmal die Aufnahme mal wieder. Denn ich muss die heute noch hochladen, sonst würde ich gerne weiter zocken. Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der Zeit ohne iPods, Handys etc. Tschö, meine Freunde. Tschö.